Hey, willkommen zur 12. Folge der Serie Poly Questions. Es ist eine Zeit lang her, die Leute, die in Wien wohnen oder mich kennen, wissen wahrscheinlich, warum die Pause so lang war. Für alle anderen ist es nicht wichtig. Ich wollte mir eigentlich eine Pause bis in den Herbst nehmen, aber weil mich jemand per Mail ganz, ganz oft geschrieben hat und ganz, ganz dringend wollte, dass ich ein Video mache und ich das Thema auch sehr spannend finde, habe ich mir gedacht, ich mache eine kurze Urlaubsunterbrechung und sage was zu dem Thema. Und zwar geht es um das Thema Familienplanung in Polybeziehungen. Normalerweise lese ich bei Poly Questions ja kurz die Frage vor, aber weil ich mit dieser Person länger Mails hin und her geschrieben habe und das alles ein bisschen verworren ist und ich eigentlich denke, dass es für die Frage der Person gar nicht so wirklich eine Rolle spielt und für das generelle Verständnis, wie die Situation jetzt genau ist, werde ich einfach so eine kurze Zusammenfassung geben, dann darauf eingehen, wie es in der Situation konkret ist und vielleicht noch allgemein was dazu sagen. Gleich mal vorweg, Familienplanung ist für jeden ein individuelles Thema, da gibt es kaum ein richtig oder falsch, das muss jedes Paar oder jede kleine werdende Familie selbst für sich entscheiden. Daher ist das, was ich sage, natürlich nur meine persönliche Meinung und ich kenne natürlich auch nur einen Ausschnitt aus dieser Geschichte durch die Mails, die ich bekommen habe. Das heißt, es kann auch sein, dass ich die Situation ganz anders einschätze, aber auf das, was ich weiß, werde ich einfach mal reagieren. Und zwar geht es um ein Paar. Die sind verheiratet und es gibt, also die Frau hat noch eine zweite Beziehung zu einem Mann, der ca. 2 bis 3 Mal die Woche bei ihnen übernachtet. Sie sind nicht geoutet. Die Beziehung besteht seit 2 Jahren. Alle sind mit der Beziehung einverstanden. Die beiden Männer haben keine Beziehung zueinander, auch noch keine Freundschaft entwickelt und sie würden gern gemeinsam eine Familie gründen. Bei der ganzen Geschichte gibt es ein paar Stolpersteine. Der erste ist definitiv, dass die drei noch nicht geoutet sind. Ich würde ganz, ganz dringend von einer Umsetzung der Familienplanung abraten, wenn man wirklich geoutet ist. Warum? Weil ich glaube, dass es ganz, ganz schwierig ist, Kinder zu bekommen, ist immer eine wahnsinnige Herausforderung. Und wenn dann auch diese Geheimhaltung dabei ist und vielleicht auch noch unklar ist, okay, wer ist der Vater oder man sagt nicht offen, wer der Vater ist oder da gibt es vielleicht eine Person, die auch eine Elternrolle spielt, aber die vom Umfeld nicht anerkannt wird, das kreiert so viel Stress und eine extreme emotionale Belastung. Plus Kinder, Familie, das wirft ganz viele neue Themen auf und darüber will man vielleicht mit seinem Umfeld auch einfach sprechen. Und wenn meine ganze Beziehung und meine ganze Lebensform ein Geheimnis ist, dann wird das schwierig. Also ich würde ganz dringend das Outing als ersten Punkt angehen und erst dann weiter über Familienplanung nachdenken. Weil wenn ich nicht zu meiner Familie stehen kann, was ist das für eine Familie? Was lebe ich da eigentlich meinen Kindern vor? Also auch wenn ihr Angst habt, ich würde mich zu dritt quasi darauf einigen, dass wie es für euch passt, vielleicht in kleinen Schritten, vielleicht auch alle gemeinsam zu machen, aber macht es zumindest im privaten Umfeld. Manchmal ist es auf der Arbeit nicht möglich, das ist sehr, sehr schade, dass es in unserer Gesellschaft immer noch so ist, aber zumindest bei der Familie und den engsten Freunden und Bekannten, glaube ich, ist das keine schlechte Idee. Ich meine, ich weiß natürlich nicht, wo ihr wohnt, ob das ein Dorf ist oder eine Stadt, wie das da ist, spricht sich das herum, kann man da, wenn man diese Informationen rausgibt, noch kontrollieren, wo sie hingeht, aber du hast in deiner E-Mail geschrieben, dass es nicht mehr deine Familie weiß und ich denke, wenn man zu seiner Familie einen guten Kontakt hat, sollte da auch das Vertrauen dafür da sein, über sowas zu sprechen und es kann sein, dass es am Anfang nicht einfach wird und du mit vielen Vorurteilen konfrontiert bist und mit vielen vielleicht auch erstmal blöden Aussagen, aber schau dir doch meine Videos zum Thema Outing an. Ich werde versuchen, mich dran zu erinnern, sie zu verlinken und ich glaube, das wäre erstmal die erste so quasi Herausforderung für eure Beziehung, die es zu meistern gilt, bevor man da tiefer in die Familienplanung geht. Jetzt so ganz grundsätzlich. Du schreibst, dass im Moment quasi dein Mann dein Hauptpartner ist, dein Mann und du euch aber vorstellen könnt, dass du Kinder von deinem Freund bekommst und dass, wenn du mehrere Kinder möchtest, alle vom selben Mann sein sollen. Dass diese Person dann quasi automatisch mehr Verantwortung hat und mehr zu sagen und dass diese Beziehung sich zur Hauptbeziehung entwickeln soll. Was man generell von so erste Priorität, zweite Priorität, diesen hierarchischen Poli hält, das soll jeder so handhaben, wie er will. Ich finde es teilweise ein bisschen schwierig. Ich glaube auch nicht, dass man das so bestimmen kann, so wie du auch selber sagst. Diese Platzierung kommt dir irgendwo mit der Menge und Art, wie du Leben teilst. Sprich natürlich, wenn jemand der Vater deiner Kinder ist und auch klar diese Rolle als einziger Vater der Kinder hat, wird das automatisch die wichtigere Beziehung. Die Frage ist aber, willst du das? Ist dir das biologische, genetische so wichtig oder können deine Kinder nicht auch einfach 2 Väter haben? Klar ist es wichtig, dass sie erfahren, wer ist der leibliche Vater, aber so grundsätzlich glaube ich nicht, dass der Erzeuger immer mehr Vater sein muss. Also das entspricht halt auch nicht meiner Vorstellung von was sind Eltern, weil da gibt es so diesen blöden Spruch, Kinder erzeugen ist leicht, Vater sein ist schwer, wie geht das? Das reimt sich irgendwie, mir fällt da gerade nicht ein, jedenfalls
denke ich, dass eigentlich die Personen wichtig für ein Kind sind, die sich kümmern. Und wenn du mit deinem Mann zusammenlebst und der Mann sich genauso um die Kinder und um dich kümmert in dieser Zeit, dann ist er auch der Vater. Das ist halt mein Verständnis von Elternschaft. Vielleicht müsst ihr auch einfach schauen, was ist euer Verständnis von Elternschaft. Einfach einen primären Partner quasi geplant durch eine andere Person abzulösen, finde ich extrem schwierig. Und ich weiß nicht, warum sich dein Mann da einverstanden erklärt, weil einerseits schreibst du, er hat Probleme damit, andererseits hat er das sogar vorgeschlagen und kann sich auch vorstellen, dass dein Freund der Vater ist. Vielleicht solltet ihr darüber einfach nochmal reden, oder ich habe da das nicht mitbekommen. Will dein Mann vielleicht keine Kinder oder kann er keine bekommen oder warum möchte er da nicht der Vater sein? Oder was steht dahinter diesem Wunsch? Du schreibst auch, dass die beiden Männer in deinem Leben noch nicht miteinander befreundet sind. Das ist etwas, das würde ich auf jeden Fall auch vor einer Familienplanung quasi initiieren. Klar, es ist super, dass sie sich akzeptieren und die Beziehungen quasi jeweils fördern und dem anderen nicht im Weg stehen. Aber ich denke, zur Familie gehört doch noch mehr als gegenseitige Toleranz oder auch Akzeptanz. Familie ist ein Gefühl, und ich meine, überleg mal, wie du dich zu deiner Familie fühlst, wie du dich gegenüber deines Mannes fühlst. Und dann stell dir vor, da sind Kinder involviert und die beiden Männer tolerieren sich nur. Also ich denke schon, dass da eine Freundschaft eine Mindestvoraussetzung dafür ist, um gemeinsam Familie zu werden. Und klar, das kann man nicht erzwingen, aber ihr seid auch erst 2 Jahre zusammen, so musst du auch denken. Und vielleicht ist jetzt auch einfach die Zeit, wo man sich outet und einfach auch das Entstehen dieser Beziehung ein bisschen forciert. Lasst die beiden Männer Zeit miteinander verbringen. Redet einfach alle gemeinsam drüber. Wie stellt ihr euch Leben vor? Ich würde da gar nicht mich so auf diese Kinder fixieren, weil ich habe das Gefühl, das sind schon noch ein paar Schritte davor, die gemacht werden müssen. Du schreibst ja zum Beispiel auch, dass der eine Partner 2 bis 3 Mal die Woche da ist, aber sehr gern öfter da wäre. Und dein Mann das aber noch nicht möchte oder noch nicht ganz klar ist, ob das für euch passt. Also ich denke, Kinder zu bekommen, ohne zusammenzuleben, ist schon schwieriger. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob diese Verschiebung von einem Hauptpartner, also quasi, dass dein Mann der Hauptpartner ist und dann ein Freund der Hauptpartner wird, so passieren würde, wenn der Freund nicht bei dir lebt, weil dein Mann wäre dann doch die Person, die die meiste Zeit mit den Kindern hätte. In meinem Verständnis wäre er dann die Person, die die meiste Verantwortung tragen würde. So sehe ich das zumindest. Ich weiß nicht, ich glaube, da müsst ihr noch ganz, ganz viel klären. Und ich frage mich auch, okay, wenn dein Freund 2 bis 3 Mal die Woche bei euch ist, wie kann es dann sein, dass sich zu deinem Mann noch kein Verhältnis entwickelt hat? Macht ihr dann quasi wirklich immer nur so zweit? Also gibt es da gar keine gemeinsamen Situationen, wo sich sowas ergibt? Oder gibt es die Situationen schon, aber die beiden interagieren da nicht so viel miteinander? Oder wie sieht das bei euch einfach aus? Habt ihr euch schon mal wirklich zu dritt an einen Tisch gesetzt oder redest du mit dem einen und dann mit dem anderen und ihr stimmt das so quasi ab? Weil eine Familie gründen ist was ganz Großes. Ich meine, Zusammenziehen ist schon was ganz Großes. Outing ist was ganz Großes. Das solltet ihr schon auch zu dritt entscheiden. Gerade die Familienplanung. Das Outing kann man vielleicht je nach Umfeld differenziert entscheiden. Ob du es deiner Familie zum Beispiel sagst, ist deine Sache und nicht die deiner Partner. Umgekehrt bei ihren Familien genauso. Du hast auch geschrieben, einer möchte sich gar nicht outen. Das, denke ich, ist langfristig ein Problem, weil ein Geheimnis zu leben tut auf lange Sicht niemandem gut. Klar gibt es erfolgreiche Polybeziehungen, die quasi lange geheim gehalten wurden, aber ich denke schon, dass es für alle Beteiligten was sehr, sehr Schönes ist, wenn man über die Beziehung reden kann und wenn auch einfach den Wert, den du im Leben eines anderen Menschen hast, wenn der auch dem Umfeld klar ist und du nicht immer nur ein Freund bist, obwohl du ja eigentlich auch der Partner bist. Also ich denke, dass es auch deinem Freund nicht gut tut, langfristig so sehr hinter deinem Mann zurückzustecken. Und am Ende ist er noch der Vater der Kinder und keiner weiß es. Ich meine, das ist doch ein total absurdes Szenario. Und die Kinder wissen das dann, aber das Umfeld weiß es nicht. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig und erstmal alle Geheimnistüren aufmachen, bevor das irgendwie weiter in die Planung geht. Du hast mich um eine rücksichtslose Meinung gebeten. Ich versuche es nicht rücksichtslos, aber doch sehr direkt zu sagen. Und deine konkreten Fragen waren ja vor allem, wie ich das mit dem Outing sehe. Ich glaube, das habe ich ganz gut erläutert. Macht es auf jeden Fall und macht es so, dass es für alle passt. Es sollte da keiner sagen, okay, ich will mich aber outen und ich mache das jetzt vor allen und es ist mir wurscht, was das für euch bedeutet. Es sollte eine gemeinsame Entscheidung sein. Wenn das eine Person gar nicht möchte, muss man das natürlich auch respektieren, aber dann muss man sich auch fragen, okay, hat die Beziehung dann überhaupt eine Chance, wenn das immer dieses Geheimnis bleiben muss? Also als Familie kann ich mir das dann nicht vorstellen. Die nächste Frage von dir war, ob es eine gute Lösung ist, dass es einen Hauptpartner gibt. Das denke ich nicht, vor allem nicht, wenn man so entscheiden muss. Ich denke, eine gute Lösung ist eine Lösung, die für euch alle passt und jemanden da künstlich in eine Position zu heben, die er gar nicht hat. Ich weiß nicht, auch zu sagen, okay, mit dieser Vaterschaft bekommst du diese Rolle, das finde ich auch schwierig. Auch jemanden, der jetzt der Hauptpartner ist, deinem Mann diese Rolle
wieder wegzunehmen, selbst wenn er anfangs einverstanden ist, finde ich schwierig. Du benutzt auch das Wort Cuckold und beschreibst es so, wie ich das Wort nicht verstanden hätte. Ich meine, du kannst es googeln, aber grundsätzlich ist es ein Begriff aus der BDSM-Szene, wo es darum geht, dass der männliche Partner meistens, ich glaube, es gibt es auch andersrum, aber meistens ist es der Mann, eine Form von Erregung verspürt, wenn die Partnerin mit anderen Männern schläft und da quasi zuschaut, wie sie mit anderen sexuell aktiv ist und dass er aus der Art, wie die Frau begehrt wird, halt auch einen Lustgewinn zieht. Das ist für mich aber etwas ein sexueller Fetisch, der natürlich auch in Beziehungen intensiv gelebt werden kann, hat für mich aber nicht so grundsätzlich was damit zu tun, welche Art von Polybeziehung jemand lebt. Da weiß ich nicht, was ihr dafür Definitionen habt oder woher das kommt. Ich konnte mit dem Begriff im Kontext einer Geschichte wenig anfangen. Als letztes fragst du noch, ob ich glaube, dass Zusammenziehen notwendig ist. Ich denke nicht, dass es notwendig ist. Ich denke, dass es sehr, sehr hilfreich sein kann, vor allem in der ersten Zeit, wo Kinder da sind, glaube ich, ist Pendeln schwierig, weil ja normalerweise auch alle viel Zeit mit den Kindern verbringen wollen und einfach mehr Ressourcen vorhanden sind. Wenn drei Leute da sind, die sich kümmern und arbeiten gehen, ist es einfach mehr als wenn eine Person die halbe Zeit abwesend ist und Kinder sind eh schon viel organisatorischer Aufwand. Da ist es normalerweise einfacher, wenn alle an denselben Ort nach Hause kommen. Aber für mich ist die Frage gar nicht so, ist es notwendig, sondern wollt ihr eine Familie, wo einer quasi außerhalb wohnt? Das ist nämlich auch okay, aber es ist dann eher so, dass das Paar quasi das Hauptpaar in dem Sinn Kinder hat und der Mann oder die Frau noch einen Partner oder eine Partnerin hat, die dann halt quasi zu Besuch kommt. Eher so Date-Night-mäßig, die dann vielleicht eine gute Freundin oder eine andere Art von Bezugsperson für die Kinder und den anderen Partner ist, aber jetzt kein Elternteil. Das gibt schon sehr oft, das ist gerade bei Paaren, die spätere Beziehungen öffnen, so der Fall. Wenn ihr sowas wollt, dann verstehe ich allerdings nicht ganz, warum dein Freund der Vater der Kinder sein soll. Und aus Sicht deines Freundes, möchte dein Freund nicht mit seinen eigenen Kindern zusammenleben? Ich weiß nicht. Klar, bei geschiedenen Paaren geht das nicht anders und ich glaube auch nicht, dass es grundsätzlich furchtbar für die Kinder ist, wenn der Papa nur 3 Tage die Woche da ist. Aber ich denke mir, wenn man sich liebt und wenn man bewusst Kinder bekommt, macht Zusammenziehen halt irgendwie schon Sinn, wenn man ein Paar ist. Ich weiß natürlich auch nicht, wie eure Wohnsituation ist und ob das logistisch und finanziell einfach ist, aber davon hast du jetzt nichts erwähnt, also es scheint ja jetzt eher daran zu scheitern, dass dein Mann das nicht möchte. Und wenn dein Mann nicht möchte, dass dein Freund so viel da ist, dann frage ich mich, wie er sich das vorstellt, wenn du Kinder von deinem Freund hast. Also ich glaube, da müsst ihr alle noch ganz, ganz viel reden und wie du schreibst, es braucht einen Kompromiss, mit dem ihr euch alle wohlfühlt. Und den sehe ich da im Moment noch nicht, ehrlich gesagt. Und da würde ich mich schon wirklich eher auf die Definition der einzelnen Beziehungen konzentrieren, also wie schaut welche Beziehung aus, wie passt es für wen, wie stehen die beiden Männer zueinander, welche Intensität der Beziehung zu dir und deinem Freund passt für dich, für deinen Freund, aber auch für deinen Mann. Dann erstmal, wie ist die Wohnsituation, und vor der Wohnsituation würde ich mir nochmal getrennt das Outing anschauen, weil das, glaube ich, wäre schon ein Schritt, der ganz, ganz wichtig für euch wäre, um zu dieser Lebensform und auch zu dem, was ihr und wer ihr seid, zu stehen. Und das ist dann ja eigentlich die Basis, auf der ihr eine Familie gründen würdet. Meine Kamera died once again. Egal, wo war ich? Also, ich glaube, ich habe das Allgemeine jetzt eh schon in deiner Frage abgedeckt. Aber so ganz grundsätzlich, Familienplanung in Polykonstrukten. Die Beziehung muss geklärt sein, wer steht wie zu wem, wer kann sich was wie vorstellen. Es muss für alle passen, wenn einer ein unangenehmes Gefühl hat, in irgendeiner Weise das Gefühl hat, okay, ganz so passt es für mich nicht, da wird über meine Bedürfnisse hinweggegangen, sonst was. Und das passiert schnell bei Mehrpersonenkonstellationen, weil man für den Menschen, den man liebt, halt auch mal gern zurücksteckt. Aber das ist ganz, ganz gefährlich, weil wenn dann Kinder da sind, lässt sich das Ganze nicht mehr so leicht verändern. Und Kinder sind, auch wenn sie wunderschön sind, ein wahnsinniger Stressfaktor, der jede Monobeziehung auch schon aufs Ärgste testet. Was glaubt ihr, wie es dann ist, wenn ihr in einem suboptimalen Polykonstrukt seid, was Kinder da dann noch für eine Zusatzbelastung sind? Und ich denke, man schuldet es Kindern auch einfach, sich das vorher gescheit zu überlegen und zu schauen, dass man seinen Shit einfach im Reinen hat, um zu sagen, okay, für meinen Mann passt das nicht, wenn mein Freund so und so viel da ist oder ich weiß nicht, ob wir zusammenleben sollen oder nicht. Das sind einfach alles keine Situationen, in die Kinder geboren werden sollten. Weil Kinder haben es verdient, in klare, stabile Verhältnisse hineingeboren zu werden, auch wenn möglich in solchen aufzuwachsen. Und das Leben kommt eh dazwischen, es passieren eh Sachen, über die wir keine Kontrolle haben. Aber wenn wir die Möglichkeit haben, die Chance haben, eine Schwangerschaft wirklich zu planen, um seinen Zeitpunkt auszusuchen, wo Kinder passend sind, dann haben wir auch ein bisschen die Verantwortung zu schauen, in was für ein Umfeld diese Kinder kommen.
Und ich denke auch, dass wir bessere Eltern sind, wenn wir in einem gesunden Umfeld leben, in dem Klarheit und Struktur herrscht, weil Kinder merken das, Kinder merken fast alles. Und ich denke auch, dass da ganz, ganz wichtig ist, dass Verantwortung gut aufgeteilt ist. Und ich denke, wie gesagt, nicht, dass genetischer Erzeuger und Elternteil eins zu eins dasselbe ist. Und ich denke, dass Menschen Eltern sein können, ohne genetisch mit dem Kind verwandt zu sein, weil Eltern wird man durch Liebe, Fürsorge und Verantwortung übernehmen. Und das Schöne an einer Polybeziehung ist ja, hey, es sind viele Ressourcen da. Warum sollen denn nur zwei Eltern da sein, wenn drei liebende Erwachsene da sind? Eltern ist ein unendlich dehnbarer Begriff, zum Glück. Genauso wie Beziehungen ganz, ganz viele Formen annehmen können, kann auch Familienliebe, Elternschaft und all das viele Formen annehmen. Ich hoffe für euch, dass eure Beziehung aufgeht. Ich hoffe, dass ihr euren Weg findet. Ich hoffe, dass es gerade kein zu komischer Schnitt, weil meine Kamera dazwischen gestorben ist. Und ich hoffe, das Video war für dich und vielleicht für ein paar andere hilfreich, weil ich finde, Familienplanung ist ein Thema, darüber wird viel zu wenig geredet und ich glaube, ich habe da auch noch kein Video dazu gemacht, was teils auch einfach daran liegt, dass ich das Gefühl habe, ich kann da jetzt auch noch nicht aus praktischer Erfahrung sprechen. Ich kann euch sagen, wie man es nicht machen soll. Ich kann euch sagen, was ich mir vorstellen kann. Ich kann euch sagen, wo ich das Gefühl habe, okay, von der Theorie her sollte das gut funktionieren und das stelle ich mir eher schwierig vor. Und das habe ich mit dem Video getan. Natürlich, jede Beziehung und alle Beziehungen sind einzigartig und mehr als meine Meinung sagen auf Basis einer Mail, die ich bekommen habe, kann ich nicht. Deswegen nehmt euch das raus, was für euch passt und den Rest entscheidet einfach nach eurem Bauchgefühl und schaut, dass ein Kompromiss zustande kommt, der für alle passt und der sich irgendwann auch wie eine gute Lösung anfühlt und nicht wie ein halbherziger Kompromiss. Danke fürs Zuschauen.